Jo, hallo, zurück zur Division. Ich bin hier zurück in der Base und soll halt mit Roy reden. Jetzt mal gucken, wo der überhaupt ist. Ist Roy der Typ von der Echt da, mutig, der die nie Wohnung unter Zeit dem Dach zu hat, oder entriegeln, ist ohne der die es? Familie Ja, und das okay. Wetter raus. Wen haben wir denn da? Hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Start, Man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich habe zu tun. Das gilt auch für Sie. Also los. Hey, Sie sind richtig gut, Mann. Jo. So, jetzt ist er blöderweise. Wir werden kurz gucken. Also wir haben hier schon 640. Also ich könnte noch ein bisschen was für einen Sicherheitsflügel machen. Tech haben wir nur 80. Also da, achso, da sind wir sowieso hundertprozentig voll, aber wir haben nur 80 Punkte. Die brauchen wir aber eigentlich nicht. So, und Maddie haben wir 50. 500, Mann, ey, komm. 500 und da gibt es noch einen 500er Quest, also das wäre gar nicht so schlecht. Soll ich nochmal gucken, was hier mein Equipment sagt? Ich bin ausgerüstet und den Rest verchecke ich jetzt hier bei den Typen. Sind zwar coole Sachen dabei, aber das Zeug, was ich so sonst habe, ist irgendwie cooler. Ah shit, die Mods hätte ich jetzt nicht wegballern, egal. Hau ich auch weg. Okay, was macht die Kohle? 38. Gucken wir mal, was es bei dem Spezialwaffentypen dafür gibt. Ah, was haben wir hier? Schön, hier mal wieder ein freundliches Gesicht zu sehen. Wir reden später. Da könnte ich auch mal selber Waffen basteln. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. So, mal gucken, was der Typ hier sagt, was er so für mich hat. 25er. Bin ich schon Level 25 oder was? Alter, 21.000 kostet aber 44. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Was haben wir hier? Griff ist eigentlich ganz nett. Haben wir schon. Also, was brauche ich denn dafür noch? 5, sagen wir mal 7. Okay. Ätzend. Na gut, muss ich halt noch ein bisschen sparen. Das wäre schon echt fett. So, ich muss mal raus. Könnte natürlich irgendwie ein bisschen. Achso, habe ich hier schon mal aufgefüllt? Nee. So, okay, dann gehen wir mal wieder raus. Gehen Sie an die Arbeit, ey. Weil letztendlich könnten wir uns natürlich. Komplett hier rüber zoomen. Da müssen wir nämlich eigentlich rein. Dann nehmen wir halt eben da diese Sicherheitsgeschichte nochmal. Ich habe das zwar noch überhaupt nicht angeguckt. Was haben wir? Level 25. Vielleicht reicht das. Kurz gucken, was die Empfehlung ist. Empfehlung ist Level Beobachte die südliche Verteidigung. 26. Puh, und die hier? Level 27. Oh, also wenn wir es machen wollen, dann wäre das jetzt hier angesagt. Die südliche. Reden wir über die Grand Central. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert die Umgebung. Schwer bemannte Kontrollpunkte, Geschützstellung, der Bahnhof ist eine verdammte Festung. Er stellt eine wichtige Basis für sie dar und wird gut mit Truppen und Munition versorgt, die durch die U-Bahn-Tunnel herangeschafft werden. Ein kleines Team, das durch die U-Bahn geht, also Sie, könnte von unten eindringen und dann von innen zuschlagen und die Geschütze ausschalten, bevor die überhaupt mitbekommen, was los ist.
Und sobald sie das tun, stürmen wir mit allen verfügbaren Kräften rein. Wir können dem Last Man Battalion echt wehtun, wenn sie alles richtig machen. Na, ich wo es steht. Das ist doch abgeschaltet hier alles, ne? Da kann ich doch durch, ja genau. Also, ich weiß nicht, ob ich da einfach mal so durchlaufen kann. Weil das hört sich ja jetzt ein bisschen gefährlich an. Ich guck's mir einfach mal an. Wenn's nix ist, muss ich halt wieder hochleveln. Das letzte Mal, als ich mit einem zu niedrigen Level an so ein Ding rangegangen bin, das war die Hölle. Also da habe ich ja hier diese Antenne. Agent, ich habe einen meiner Leute abgestellt, um sie durch den Tunnel zu führen. Wenn sie drin sind, schalten sie die Geschütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von ihnen ab. Okay, Green Central. Das letzte Mal war ich unterlevelt bei dieser komischen Antennenaktion. Da bin ich mit 20 reingegangen, 23 war eigentlich angedacht. Checkpoint entdeckt, okay. So, also, ich wollte ja irgendwo rein, und zwar da hinten, ne? Wo ist denn der Mann, der mir da hilft? Da drüben rein, oder was? Komm, lauf. Hier rein, okay. Hab ich nicht gerafft. Da vorbeigelaufen, zu viel gequatscht. So, du hilfst mir, Digga. Der Kontrollraum ist etwa 500 Meter weiter an der östlichen Seite. Wenn sie die Geschütze abschalten, wird der Großangriff beginnen. Gute Jagd. Gute Jagd. Ach du Scheiße. Gut, da hinten sind sie schon. Oder? Ja. Okay. Das sind nur die zwei beiden Mäuschen. Ich kann es ja mal probieren, ne? Nicht dagegen werfen. Alarm! Empfange Funkmeldung! Titan, Viper One, kommen! Ich höre Viper. Melde Gewehrfeuer im Bahnhof über uns. Viper 2 antwortet nicht. Position halten, Viper One. Wir schicken Verstärkung. Oh, das ist mein Kumpel. Okay, gehen wir da rüber. durch die Scheibe dich. Oh, wir müssen hinten rein, oder was? Das ist doch alles schon wieder so eine Scheiße. Ja, den hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Okay. So, wo ist der Typ, der hier hinter saß? Weg? Oder war das der? Shit, ich dachte, da wäre noch einer. Mal gucken. Ist weg, ne? Okay. Was war der? So, wo ist mein Kollege? Ist der draufgegangen? Wollte mir eigentlich helfen, ne? Da ist er. Komm mit. Alles hat auf seinem Umbau. Oh, das ist vielleicht clever, da mal zu gehen. Naja, ganz so clever jetzt auch nicht. Okay, also ich muss doch da durch. Thank you.
auf JTF-Funkverkehr um. LMB-Scouts haben den Sturmtrupp entdeckt. Wir können erst zum Terminal vorrücken, wenn die Geschütze ausgeschaltet wurden. Verstanden. Halten Sie die Stellung, Sergeant. Lauf. Die ist auch gekommen. Das könnte reichen, wenn er den nicht mehr trifft. Ja, da muss man nicht gucken. Doch. Alarm! Empfange Funkmeldung! Titan, hier ist Viper 3. Wir haben Feindkontakt am südlichen Munitionslager. Ich greife jetzt an! Ja, mach mal. Scheiße. Boah. Number one. Wo ist der andere hingelaufen? Da. So, das heißt, wir müssen da unten rein, oder was heißt das? Oh, Leute, schön übersichtlich. Ja, auffüllen, das ist gut. Im Kreuzfeuer ist eine Gasleitung hochgegangen. Wir haben keine Zeit mehr. Schalten Sie sofort diese Geschütze aus.
Das ist echt ätzend hier. Wow. Glück gehabt. Shit. Okay, solange die jetzt hier noch eine blöde Rundzicken, kann ich da ja mal kurz eine kleine Granate reinwerfen. Jetzt heiß. Okay. Oder alles kaputt. Okay. Puh, wo konnte man auftanken? Wo war denn das? Hier irgendwo? Müssen wir zurück. Ist ja da hinten gleich. Ist noch nicht so viel geballert, aber hier, ne? Ja. Okay, ist gut. Medipack auch gut. So. Okay, einfach hier weiterlaufen, weil hier hinten piept es irgendwo, ne? Ja, ich, Alter, bei dir piept es auch. So, also hier. Ja, okay, der Windtraum vorbeigelaufen, alles gut. Also müssen hier durch. Cool. Bis da hinten, ne? Da gibt's nichts. Da kann ich auch nicht irgendwie Quatsch machen, ne? Hier geht's nicht rein, gut. Da wäre natürlich nicht so schlecht, sich mal kurz zu orientieren. Ne, hier ist aber überall nichts. Oh Mann. Geschütze ausschalten, naja. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel?
Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Ich wollte sagen, das wäre nicht so einfach, wenn da nur zwei Mäuse hier sitzen würden. Alter, habe ich gar nicht gesehen, dass da noch eine Tür ist. Gut, mal ein bisschen aufpassen. Es wird drei, wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Alter, kommt er denn her? Ich raff's nicht, ey. Wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Scheiße. Wo sitzt der Typ? Da drüben drin, ne? Kann mich aber nicht treffen, das ist ziemlich cool. Okay, sind die beiden bald mal kaputt? Gut, bisschen gekämpft, aber ansonsten. Ich weiß nicht, alleine gegen die ganzen Typen, das ist, glaube ich, irgendwie nicht so gut. So, mal gucken.
Zugriff auf Abwehrsystem. Zugriff erfolgt. Schalte automatische Geschütze aus. Geschafft, die Geschütze sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. Ja, wollte gerade sagen. Das wird lustig. So, wo müssen wir denn raus? Da hinten? Lady? Respect what? Aha, okay. Kann ich hier irgendwo auffüllen? Das wäre eigentlich eine coole Nummer. Hier? Alarm! Empfange Funkmeldung! Grand Central unter schwerem Beschuss! Die Geschütze sind ausgeschaltet! Wir sind in der Unterzahl! Herr, bitte schnelle Unterstützung! Halten Sie durch, Soldat! Die Verstärkung ist unterwegs! Ja, wäre ich, oder was? Achso, die Geschütze sind ausgeschaltet. Achso, die anderen. Alles klar. Oh, okay, es geht raus. Hm? Los, wer ist los, er? Oh, Freundchen. Bisschen unübersichtlich alles. Okay. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den ganzen Quatsch am Ohr machen muss, aber keine Ahnung, warum vorher irgendwo rausgekommen bin. Und jetzt im Safehouse. Naja, mal gucken. Nö, ne? Ich soll jetzt bitte nicht nochmal alles von vorne machen. Muss ich da irgendwo runter, oder? Jetzt muss ich einmal komplett durchlaufen. Nee, ne? Nun gut, solange ich hier nicht alles rum. Ja, sehr nett. Weiter rüber? Nö. Ja, ist ja ganz nett, aber hier komme ich nicht durch, Freunde. Wer hat denn die Scheiße verpackt, ey? Scheißendrick. Ach komm. Also, ich versuch's mal herauszufinden. Ansonsten, ach, vielleicht hier rüber. Komm, da komme ich da rüber. Oh Mann,
Ja, ansonsten wiederhole ich das nochmal und zeige dann den Rest in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ciao!